Hey, hallo allerseits, willkommen zu einem Persona 5 Royal Stream. Nur sagen, er kennt den Controller, wo wir keinen Controller haben. Jetzt haben wir einen Controller angeschlossen. Wir spielen es natürlich mit Controller. Das Original, also Persona 5, ziemlich viel auf der PlayStation 4 gespielt, aber nicht ganz so weit. Also ich denke schon so vielleicht an die 40, 50 Stunden, aber das ist natürlich nur vielleicht die Hälfte oder so gewesen. Und dann hat die Uni meine Zeit gestohlen und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt wieder anfängst, wartest einfach auf die Royal-Version, fängst noch von an. Und jetzt ist es soweit. Sie ist für den PC, also für den PC, warte ich. Und sie ist da für den PC. Spannend, wie er sich so spielt. Die Warnung. Liebesgilde, irgendwas. Von mir aus, dann connecten wir uns mal zu dem Network. Ich weiß sowieso nicht, ob ihr ein Bild habt. Das ist vielleicht ganz wichtig festzustellen, bevor das startet hier. Naja, es startet jetzt einfach. Ich hoffe, ihr habt ein Bild. Ich kann es leider nicht überprüfen gerade. Ich könnte es irgendwie nachschauen. Glaube nämlich, wir haben kein, Bi kein Bild. Kann das sein? Ja, wir haben kein Bild. Das ist natürlich jetzt super. Ich skippe jetzt das Intro. Sagt schon mal richtig dick, dass man es das nicht richtig einstellen kann. Ja. Ich hoffe echt, ich kann genau erstmal in die Config reingehen und dafür sorgen, dass wir ein Bild haben. Das ist mal wieder eigentlich das Backup. Wir starten einfach das Spiel neu und hoffen, dass wir dann das Intro kriegen. Ja, japanische Sprache, das kann ich gar nicht reden. Ja. Auto Advance ist erstmal auf Off. Machen wir mal vielleicht auf An. So eine Memory, Camera Shake. Ja, das schauen wir uns erstmal an. Ne, ich möchte es gerne speichern. Das Menü gibt mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack. Einstellung, okay, die, was auch immer. So, Grafikeinstellung. Glaubt ihm nicht, dass die Rendering Scale stimmt. Das sieht nicht aus wie ein Vollbild. Custom bestellt. Gut, also das können wir locker in 4K rendern. Framerate Limit 120, ich meine immerhin, ja, ich habe was mit 60 gerechnet. SMAA, Tiefenunschärfe. So, genau, Display, genau, da ist nämlich schon mal die Auflösung komplett falsch. Genau, dann machen wir das doch mal so. So, jetzt sollten wir theoretisch eine total überzogene interne 4K-Auflösung haben. Aber ich denke, das macht bei dem Spiel Sinn, weil das ist, glaube ich, grafisch sehr, sehr simpel. Also nur noch dafür sorgen, dass es erkannt wird von OBS. Ja, das ist natürlich mal wieder Spaß pur. Dann starten wir es einfach nämlich neu und schauen uns das alles an. Ja, das ist leider alles sehr, sehr simpel von der Einstellung her. Jetzt müssen wir, wie gesagt, dafür sorgen, dass es erkannt wird. Was es nämlich nicht wird. Lieben wir doch alle, wenn Sachen nicht erkannt werden.
So, das ist unser Game Capture. Den stellen wir jetzt einfach mal auf. So, sie es geändert haben von der hier. Specific Window. Und da dann Persona 5 Royal. Schauen wir mal, kriegt er das denn hin? Jetzt zu capturen? Ja, hat er. Wir müssen nur nicht vergessen, dass wir das wieder eingestellt haben. Sonst haben wir bei anderen Spielen ein Problem. Das ist einfach mal die Preview auch an der Stelle. Genau, ich lasse sie einfach an. Ansonsten sieht das eigentlich ganz so weit ganz okay aus. Ja, weiß ich nicht, warum er mir das hier nicht darstellt. So ist es wirklich nicht abgeschnitten oder so. Nee, es sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, was wir nämlich jetzt machen werden. Ist das Spiel neu starten. Okay, damit wir das Intro sehen können, das ist meine Hoffnung. Und dann kann ich auch endlich alles weitestgehend nicht lassen. Ja, wie gesagt, dass es technisch kein Meisterwerk wird, habe ich jetzt bewusst, aber ich hoffe, es wird jetzt nicht problematisch beim Stream. So, da sind wir mit einem Bild, Ton und ich doppelchecke natürlich die Einstellungen immer. Da wissen wir leider noch nicht genau, was wir hier machen werden. Auto Advance werde ich wahrscheinlich anmachen mit der Zeit, weil es ein bisschen nervig ist, sich dann durchzuklicken, aber das können wir in aller Ruhe dann machen. Genau, und ansonsten hat er sich, glaube ich, alles gemerkt. Weiß nicht genau, was Custom in dem Moment heißt, aber. Keine Einstellung. Okay, das sieht alles gut aus. Und Key Configuration brauchen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, neues Spiel. Bin mal gespannt, was speichert eigentlich Xbox App die Sachen. Ja, Cloud. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Cloud Safe haben, weil bevor wir dann einen neuen Rechner machen, unser komplettes Safe-Geist verlieren.
So sieht, dass wir das Spiel gerade in 4K laufen haben und trotzdem die Kantenglättung nicht optimal ist. Das ist faszinierend. So, Persona 5 erlaubt uns das Spiel mit englischen und japanischen. Ich will immer noch japanisch, habe ich gerade extra ausgewählt. Ja, okay. Übrigens, gerade weil ich wusste, dass in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis, wenn ich wundert, warum es ein bisschen dunkel draußen ist, dunkler als sonst, dann ist das der Grund. Also wenn ihr jetzt gerade rausschaut, nicht in die Sonne schauen, ganz wichtig, wenn ihr keine Schutzbrillen habt, nicht in die Sonne schauen, generell nicht, aber auch nicht, wenn sie verdeckt ist, ist immer noch sehr schädlich. Deswegen nur, wenn ihr Schutzbrillen habt, auch nicht mit Ferngläsern oder sonst was. Genau, wenn ihr jetzt rausschaut, müsste es theoretisch ein bisschen dunkler sein als sonst. Genau, der Höhepunkt sollte wahrscheinlich in so 10 Minuten oder so erreicht werden, also die meine Verdeckung, je nachdem, wo ihr natürlich in Deutschland seid, ein bisschen früher oder später. Genau. Und deswegen ist es ein bisschen düsterer draußen, als es sonst ist. Ja. Genau. Habe ich es ganz vergessen zu sagen. Deswegen ist bei mir noch das Fenster offen. Nur wo mein Fenster offen ist, ist mir eingefallen. Stimmt, da war es. Ich wollte es ein bisschen zumindest die Umbringer mitbringen. Umbringer ist ja eigentlich gar nicht. Gut, dass ich nicht gesagt habe, dass, ja. Egal. Ich hätte fast einen komischen Vergleich gemacht, der dazu geführt hätte, dass wir jetzt Putin sind in dem Spiel, aber sind wir zum Glück nicht. Alles gut. すぐに始末しろ。 So, wir scheinen gerade ein Casino auszurauben. So, also ich muss immer noch sagen, ich kann nicht glauben, dass wir in 4K gerade spielen. Wir sollten das auf 100% machen, weil sonst irgendwas breakt. Ist das besser? Das ist, also,
Also ich bin immer noch super irritiert davon. Da sind wir sogar über 4K drüber hinaus. Das ist für meine Grafikkarte auch kein Problem. Das macht aber die Kantenglättung jetzt nicht wirklich viel besser, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere einfach kurz rum, ob wir irgendein zufriedenstellenderes Ergebnis finden. Nee, auch die Kantenglättung komplett ausschalten macht nichts. Aber ich habe nicht mal den Eindruck, die funktioniert. Also, mein FXA sollte eigentlich schlechter sein als SMA. Nee, also egal was wir da einstellen, die Kantenglättung ist eine Katastrophe. Aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Vielleicht ist das Apple Field auch ein Problem mit der Kantenglättung. Manchmal haben solche Effekte Aliasing. Nee, es ist generell katastrophal. Schade eigentlich, dass Persona immer noch technisch einen sehr würde ich sagen, ein sehr schwaches Spiel ist, aber davon lebt das Spiel ja zum Glück nicht. Wie Palmon da nicht scheiße klingt. Keine Ahnung, ob wir Auto anhaben sollen oder nicht. Unser erster Gegner. Genau, also in dem Fall wissen wir noch gar nicht, was wir machen, aber das ist, glaube ich, Absicht an der Stelle. Wir kennen seine Schwachstelle auch gar nicht. Wie wäre es, wenn wir einen Brave Blade, ne, damit machen wir uns selbst Schaden, benutzen wir einfach Eigaon. Ich glaube auch das neue Spiel von Atlus, dieses zweite Teil von einem sehr, sehr alten Spiel von ihnen, ich habe den Namen vergessen, soll auch technisch ziemlich leider unlucky sein. Aber ich finde immer noch die Kantenglättung im UI am interessantesten, warum die so schlecht ist. Ich bin tatsächlich so neugierig, wenn ich ehrlich bin. Dass ich doch gerne vielleicht mal nachschauen würde, ob man rausfindet, woran das liegt. Ich will das irgendwie fixen. Ja, Problems on PC, ja. Oh. Es kann sein, dass es die Windows Resolution Scale wieder ist, die uns damit reinspielt. Was würde denn jetzt passieren, wenn wir es jetzt hier beenden? Müssen wir dann nochmal alle spielen? Das kann nämlich sein, dass die Windows Resolution Scale mal wieder ein Problem bei einem Spiel ist. Würde mich jetzt nicht wundern, so wie das insgesamt programmiert wirkt. Genau, jetzt ist es nämlich klein. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir spielen das in 4K und es sieht aus wie ein
aus wie so ein kompletter Haufen Müll. Okay, cool. Wir haben den Fix dafür. Das Problem ist, den Fix haben wir jetzt nicht in dieser scheiß Cutscene. Das heißt, wir müssen erstmal aus dieser Cutscene rauskommen. Ihr solltet zumindest noch ein Bild haben, wenn wir einen Kampf machen. Wir sind jetzt ganz kurz im kleinen Fenster. Okay, das heißt, es ist immer wieder so ein Resolution Scale Problem. Interessant. Wenn wir sterben? Jesus Christ, wie wär's denn, wenn wir das angreifen könnten? So, können wir jetzt hier in die Einstellung gehen? Shit, ich hab irgendwas geskippt. Ich wollte nicht skippen. Was stand da? Ich glaube, es war nicht so wichtig. Ne, wir escapen nicht dieses Casino. Erstmal tun wir dafür sorgen, dass ich nicht Augenkrebs kriege. Ja. Das ist eine richtig komische Auflösung. Ja, das ist wirklich gerade ein Clusterfuck. Ne, wir müssen es leider neu starten dafür, glaube ich. Ah, mein Leben, Alter. Ja, wir müssen hier leider raus. Ich muss das erstmal fixen, bevor wir das Spiel spielen können. Ja, da wird wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht gespeichert haben, was wirst du machen. Ich meine, am Ende des Tages. Ein Tod müssen wir sterben. So, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir sogar mit dem. Normalen Capture. Holy shit, ist das alles winzig im Windows, ey. Ist immer noch total. So, starten wir es einfach mal neu und gucken mal, was jetzt dabei rauskommt. Und schon müssen wir überlegen, ob unser Avatar auf der Seite richtig ist. Das sieht schon mal viel, viel besser aus. Weißt du, dass es auch das Video hier besser ist von der Qualität her? Ah, das sieht doch viel besser aus. Und der Capture ist auch einfach so.
Andy, haben wir das Intro in einer annehmbaren Qualität gesehen und die Karten werden nicht mehr kaputt. Also wenn ihr das Problem am PC habt und ihr spielt auf einem, habt die Resolution Scale, also die Auflösungsskalierung in Windows geändert, müsst ihr die für das Spiel auf 100% machen, weil das Spiel leider Gottes von einem Affen programmiert worden ist. Und jetzt sieht man natürlich auch, dass es 4K ist. Die Kartenglättung ist um einiges besser und genau, das ist super. Ja. Gut, dass wir das gemerkt haben. Gut, deswegen schaue ich immer nach, weil ich dachte, es ist technisch nicht ein Meisterwerk, aber eine Kartenglättung von einem 480p-Video wollte ich jetzt dann doch nicht haben. Muss ich ganz kurz nur noch dem Reddit-User danken, weil der hat nämlich das. Ich kenne den Trick, aber ich habe vergessen, dass der wahrscheinlich bei dem Spiel helfen wird. So, okay, nice. Wir haben einen Fix gefunden. Der ist total recommended, weil ansonsten wäre das optisch ein Clusterfuck. Ja, aber schön, jetzt können wir starten. Das ist doch schön. Ein funktionierendes Bild. Ich gucke ganz kurz noch, ob wir auch das Bild wirklich noch haben. Alles gut hier? Ja, das scheint alles zu klappen. Genau, ich habe das ganz kurz noch mal am Handy gecheckt, dass er auch ja captured mit Fullscreen Application. So, das haben wir eine halbe Stunde gebraucht, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Aber jetzt läuft es dafür. Wie gesagt, wir werden das Spiel über 100 Stunden wahrscheinlich spielen. Das heißt, wäre schon ziemlich blöd gewesen, das nicht rauszufinden. Ist natürlich immer ein bisschen nervig, dass man jetzt in den Windows-Einstellungen was ändern muss für das Spiel selber. Ich glaube, eine Option an der Stelle wäre tatsächlich einen
anders zu lösen. Ich glaube, wir werden das versuchen, anders zu lösen, weil wir werden das Spiel eine ganze Weile spielen. Es wäre super nervig, jedes Mal Windows einstellen, dafür ändern zu müssen. Also werden wir das Spiel dann nochmal beenden. Und jetzt versuchen wir den Standardfix, der eigentlich recommended ist. Also das so zu machen, ein bisschen nerviger. Moment, deswegen machen wir jetzt ganz kurz wieder 150% Resolution Scale. Und was wir jetzt machen, ist die Echse suchen vom Spiel. Genau, also wir suchen jetzt die... Echse. Genau. Die Frage, welche davon startet er. Aber in jedem Fall schaue ich mal ganz kurz, ob das klappt. So. Hier, Override DPI Scaling Behavior. Und dann schauen wir mal, ob, wenn wir das Spiel starten, er es denn automatisch so erkennt. Na, kriegen wir jetzt wieder eine kaputte Auflösung oder kriegen wir jetzt eine bessere Auflösung, die standardmäßig optimiert ist? Ah, sieht nicht gut aus. Oder? Ich glaube, das hat leider nicht geklappt. Manchmal ist es ein bisschen fummelig mit der ganzen Sache. Nee, das hat leider, glaube ich, nicht geklappt. Das ist wieder verpixelt. Das müssten wir eigentlich nach dem Atlas-Logo... Wobei, ist es? Müsste... Wenn ich nicht blind bin, müsste ich es eigentlich sofort merken. Ne, genau, da ist es leider wieder broken. Jetzt müssen wir nur rausfinden, welche Echse er denn wirklich genau ausführt. Das wäre schon nice, wenn man das nicht im Windows jedes Mal einstellen müsste. Kann man das irgendwie machen? Windows Override DPI Scaling Application. Ja. Ja, also leider Gottes, ist das nicht, ist nicht über die Dinge machen. Ganz kurz, ob wir irgendwie rausfinden.
Nee, leider so starten hat es nichts gebracht. Wir können aber mal gucken, ob wir das direkt hier so starten können und es dann funktioniert. Nee, das ignoriert er komplett leider, die Einstellung. Ja, schade. Nee, also da müssen wir leider die Resolution Scale. Ja, das ist komplett broken so. Okay. Okay, dann müssen wir leider das ändern. Okay, naja. Wie dem auch sei, muss man leider über Windows gehen. Das ist natürlich unpraktisch, jedes Mal das ändern zu müssen, aber am Ende des Tages, ein Tod müssen wir sterben. Ja, schade, schade. Ich hätte mir gewünscht, das Ganze ein wenig einfacher zu konfigurieren wäre. Egal, ja, ich muss mal für jeden Stream Resolution scannen. Das ist eine Option extra, die ja, ein bisschen nervt, aber naja. Schon ein bisschen peinlich, dass man dann so lange für so eine Version gebraucht hat, wenn dann am Ende so simple Sachen nicht funktionieren. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal gucken, ob es gecaptured wird. So, also es scheint wieder ein Bild zu haben. Sehr schön, die Kantenglättung ist auch wieder da. Genau, also wir haben ein Bild, es ist nicht abgehackt. Genau, und die Einstellung hat er hoffentlich jetzt auch gemerkt. Jo, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Nice. Okay, laden können wir leider nicht, das heißt, wir müssen jetzt alles nochmal von vorne spielen, was aber okay ist, weil wir eine grauenhafte Auflösung im Moment hatten. Ja, okay, dann sind wir, glaube ich, jetzt wirklich endlich an dem Punkt, wo wir durchstarten können. Kopium. Alter, Windows sieht so scheiße aus, wenn man kein Resolution Scaling hat. Das ist auf so einem relativ hoch aufgelösten Monitor. Bei 4K-Monitoren ist es natürlich noch viel schlimmer. So, neues Spiel. Neues Glück, wie man so schön sagt. Oder neues Pech, in dem Fall. Wir wollen immer noch die japanische haben. Ja, endlich sieht nicht mehr alles so aus, als ob du auf einer PSP spielen würdest. Genau, das haben wir alles schon gehört. Okay, meine Augen sind gerettet. Ich hatte echt Angst wegen der Kantenglättung. Ja, da zum Glück haben wir noch nicht weit gespielt. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist quasi wieder vorher. Ja, es wirkt es doch alles viel mehr wie aus einem Guss. Ich meine, das ist jetzt nicht ultra hoch aufgelöst oder so, aber es ist nicht mehr ein kompletter Clusterfuck. Es ist Batman. Oh mein Gott, selbst die Untertitel sind nicht mehr verpixelt. とにかくこっちのことは心配無用だ。
So, let's go, Mann. Endlich sieht's geil aus. Holy shit. Jetzt sieht's richtig gut aus. Also ich meine, das ist jetzt nicht die... die Grafik selber ist natürlich sehr simplistisch. Das ist ja immer noch ein PS... PS4 oder PS3? Ich glaube PS4-Spiele, oder? Weiß jemand, ob das für PS3 rauskam? Daneben kam Persona 5 für PS3 heraus. Nur PS4, oder? Wir sind PS4, ja. Aber durch den Stil und die Kantenglättung sieht es jetzt richtig gut aus. Sehr bunt, sehr lustig. HDR hat es bestimmt auch keins, muss man mit dem machen. Oh, endlich ein Kampf, wo man nicht mal Augenkrebs kriegt. Meine HP sieht man unten rechts. Das ist genau, das ist die Frage, wie viel vom Spiel überlappen wir denn jetzt tatsächlich mit unserem Avatar? Ich glaube, unser Avatar tatsächlich überlappt nichts Wichtiges an der Stelle. Super, dann können wir den einfach da lassen. Genau, da gibt es ja diese Taste mit Rush, aber die wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir könnten jetzt Brave Blade machen. Colossal Heavy Curse. Komm, wir bringen uns selber um, let's go. Oh nein, er hat überlebt. Fuck me. Das haben wir noch weniger gehabt, als wir vorhin hatten. Egal, wir werden nicht beim ersten sterben. Schwierigkeitsgrad-Auswahl? Gab's das nicht in dem Spiel? Wir wollten es auch im höchsten spielen. Ja. Bin mir aber gerade nicht sicher, wann man den auswählt. Ich bin nur nicht sicher. Ich weiß gerade, war nicht hier oder die Auswahl? Nee. So, die Kamera selber. Ich meine, es ist kein Echtzeitspiel, das muss man ganz klar sagen. Es ist kein, wie soll ich sagen, High-Action-Spiel, aber trotzdem ist die Kamera mir ein bisschen zu langsam. Aber das kann man ja zum Glück einstellen. Genau, mach mal so ein bisschen das Kamera. Oh, okay, es gibt sehr, sehr diskrete Stufen hier. Genau, das ist ein bisschen schneller. Und dann hat er noch automatisch das Kamera anpassen, wenn man läuft. Keine Ahnung, ob das stören wird. Wie lange ist denn die Dead Zone, bis er wieder anfängt? Dann müssen wir schauen, ob wir die automatische Kameraanpassung haben wollen oder nicht. Ich glaube tatsächlich, ich will die nicht haben, die nervt mich jetzt schon. Genau, weil jetzt haben wir eine... Können wir uns quasi so umschauen, wie wir uns umschauen wollen. Ja, das ist doch nicer.
Nee, das ist auf jeden Fall besser, ja. In dem Spiel mache ich ja Autoskip erstmal nicht an, bis es... Genau, weil nicht alles ist vertot, erstens, warum auch immer. Und zweitens, ist Lesen sehr, sehr oft wichtig. Okay, aber wie... mit B oder was? Ich will aber nicht so intuitiv kommen. That thing. Yes. Okay, hier weitergehen. Es ist Auto angeblich an, glaube ich. Mein Gott, es sind Leopardenmenschen mit Attack und Titan. Mit Attack und Titan umhängen. Warte mal, hier gibt es eh gar kein Auto-Voice. Ja, wenn es hier kein Auto-Advance gibt, dann sollten wir es generell ausschalten. Wieder ganz oder gar nicht. Gun, ich glaube, Gun ist gut gegen Flugviecher, oder? Okay, das war nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Spiel von selber, stimmt, da war ja was. Holy shit. Also, wir haben so einen Hold-up. Nehmen an, dass ein Hold-up dafür sorgt, dass wir sie zerfecken. Okay, wir haben sie zerstört. Also jetzt sie zerstört, was gesagt. Und dann merkt sie auch gar nicht, das Auto, das müssen wir permanent anhaben. Die Frage ist, wenn wir Auto... Ich glaube, wir sollten sicher Auto haben, weil wir schauen ganz oft nämlich aufs Gesicht der werten Dame. Okay,
Generell ist die japanische Version ein bisschen kürzer. Ne, genau, weil zum Beispiel das hier war jetzt nicht komplett übersetzt, deswegen wäre es ein bisschen komisch, wenn das weitergehen würde. Stimmt, danach können wir ja auch dieses, Rush oder wie auch immer das heißt, spielen.効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。 それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法なのに期待してるのか？察しの悪いガキだ。犯罪者を守る法なんて、ここにはないんだよ！ いぼうに脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？ So, jetzt spielen wir auf dem Schwierigkeitsgraden. Ja, wir spielen. Wir spielen auf Merciless. Ich habe keine Ahnung, ob das zu einfach, zu schwer oder was auch immer wird. Wir probieren es auf jeden Fall.
Ja, schauen wir mal. Zuni noru na yo. ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。Also wie groß ist denn der Stift oder wie klein ist seine Hand? So, wie heißen wir denn? Natürlich heißen wir Keyboard, genau. Hallo, darf ich auch was angeben? Let's go, Alter. Und wir haben Vor- und Nachname. Andu, Andu. Okay. Müssen wir einen eingeben? Ja. Ich möchte keinen haben. Okay, also müssen wir leider zwei Namen eingeben. Das ist mein meistgehasster Feind von Namensgebung und Spielen. Dann nennen wir uns einfach ganz kreativ Sky. Das, ihr könnt es gar nicht erahnen, was jetzt kommen wird. Holy shit. Alter, ist das kreativ. Ja, perfekt. Schütze, この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに、新島さえ検事ですか。たった今、お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直、迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。 Und ihr fragt euch vielleicht, was ist mit AI passiert? Und wird vergessen, ehrlich gesagt. Spielen wir jetzt AI und Persona 5 gleichzeitig? Wir sollten eigentlich AI weiterspielen. Warum habe ich Persona 5 angefangen? Ich hätte AI vergessen. Alles wegen diesem scheiß Streamkey, den wir in dem einen nicht hatten. Also nicht Streamkey, also dem Login. Also ich könnte auch AI weiterspielen. Also ist nicht, dass wir Persona droppen. Bin ich gerade überlegen. Spielen wir erstmal Persona und dann AI? Ja, wir haben ja AI ja schon angefangen gehabt. Wir sollten AI auf jeden Fall weiterspielen. Vielleicht machen wir auch einfach so einen Tag. Ein Tag Persona, ein Tag AI? Können wir an sich eigentlich machen, dass wir morgen eher. Ah, Kenji-san, daijina koto o iwasureta. Jikan o kirasete morau yo. Nagabanashi wa kyoka dekinai. あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。
私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？Ah, genau, da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir hier jetzt nicht zu sehr überlappen mit unserem Ding. Wir sind leicht in ihrem Gesicht drin. Natürlich ein bisschen unlucky. Wir könnten uns theoretisch ein bisschen weiter nach unten gehen. Das wäre wahrscheinlich das einzig Sinnvolle an der Stelle. Nicht das. So, ich glaube, dann haben wir in dem Spiel uns hier so ein bisschen weiter unten. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Dann nehmen wir den Charakteren nicht so viel Real Estate weg. Kann auch sein, dass die Charaktere sogar noch weiter nach links dann irgendwie rutschen. Müssen wir dann mal gucken, wie die unterschiedlichen Charaktere dargestellt werden. なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口がわからなかったから。裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ、話しなさい、すべてを。ね。あなたは囚われ。あらかじめ未来を閉ざされた。運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです。このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶。仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。Random, aber ja, würde ich. Der erste Save, den man machen kann. Also alles andere wäre nicht gespeichert. So, jupp, speichern wir. Ich glaube, wir sollten viele Saves machen, falls wir mal übelst hart uns übelst hart verkacken. Heute wurde ich von Ihnen gebraucht. Wirklich vielen Dank. Bald ist Shibuya Shuten. Die Schienenbahn benutzen die Kunden sind die Umkehr. Vielen Dank für diese Linie. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。
かなっていう感じはしてるんですけれども。Eine interessante App-Wahl. Hi Ingo, alles klar bei dir? Ich bin echt nur am Überlegen, sollen wir AI Beta spielen? If you ever confused about what to do, when you're next, you're gonna... Huh? Okay, da gibt es immer die Tipps, wo man weitergeht. Das kommt alles ein bisschen spät. Ich hoffe, Altab beendet es nicht. Okay, also wir machen wahrscheinlich... wir sollten der AI wahrscheinlich im Wechsel spielen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Dass wir morgen AI spielen. Und bei dir ist alles klar, bei mir eigentlich auch soweit. Dann im Schlafzimmer Schimmel entfernt, der entstanden ist, weil eine Dachrinne kaputt gegangen ist und die das irgendwie erst viel zu spät gemerkt haben und dann die komplette Wand halt irgendwie nass war. Keine Ahnung, wie gut das jetzt geht, weil es wahrscheinlich relativ tief ist, aber naja. Eine relativ kleine Fläche, deswegen bauen wir mal. Ich überstreiche es dann noch die Tage und. Also das Problem ist einfach, wenn wir das dann Haus so weitermachen lassen würden, dann wäre wahrscheinlich erst 2 Monaten so weit, dass da was passieren würde. Und das im Schlafzimmer ist, es ist mir ehrlich gesagt wichtiger, dass es schnell und gut gemacht wird. Und an der Stelle mache ich es einfach selber. Aber naja, deswegen gestern so ein bisschen Abenteuer. Und dann, wenn die Farbe die Tage ankommt, dann kann ich es endlich überstreichen. Nee, das war nur so ein kleiner Bereich in der Ecke mit dem Glück. Der Nachbar unten drunter hat dann die komplette Wand voll gehabt, scheinbar. Weil da eben das Wasser dann bei uns jetzt erst angefangen zu fließen an einer Stelle und es war so eine kleine, ich glaube sogar unter einem, ist so 1 Quadratmeter maximal, absolut nicht mal, nee, wahrscheinlich also nur 0,5 Quadratmeter ungefähr oder so, also relativ kleine Fläche. Da muss trotzdem die komplette Tapete an einer Stelle wegmachen, damit man halt eben auch an die Wand drunter kommt, weil ja die Feuchtigkeit von außen gekommen ist. Werden wir dann hoffentlich ein zufriedenstellendes Ergebnis haben. Noch nicht. Also es wird wahrscheinlich innerhalb hoffentlich von nächsten halben Jahr passieren, TM. Genau, aber relativ bald. Und dementsprechend ist es nicht so schlimm, dass es jetzt bis jetzt schlimmer gewesen wäre, als es in der neuen Wohnung oder so gewesen wäre. Hier haben wir jetzt eine komplett nicht freie Kamera in dem Moment. Wir können leicht nach links und rechts schauen, aber nicht viel mehr. Hey, Dr. Chan. Hi, Dr. Chan. Und ich glaube, Persona 5. Okay, Moment, da ist Auto jetzt immer noch an. Okay, man kann sie auch wieder neu machen. Okay, wir können mit den Leuten reden, mit A. Okay, also wir können jetzt hier die Kamera frei bewegen
Und wir haben die automatische Kameraanpassung ausgeschaltet. Eigentlich ist es mir lieber, wenn sie an ist, aber nicht ganz so aktiv. Also nicht so aggressiv. Und nein, in dem Spiel ist sie sehr, sehr aggressiv. Und... genau, Rotate Minimap. Ja, das ist alles gut. Ja, 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 alles super. Ich wollte aber noch, glaube ich, Auto Advance anmachen, generell. Man, ist es jetzt an oder aus? Genau, Auto Advance ist jetzt an. Maintain Password, Animation Subtitles. Genau, das sieht alles gut aus. Cursor Memory ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht, weil wir mit Ding spielen. Man kann auch den Kamera schnell drehen. Nice. Hier, und jetzt können wir mit Leuten reden und Spaß mit denen haben. Können wir die Katze verprügeln. Und wir haben Hardware Accelerated GPU Scheduling an. Die Frage ist, sollten wir das einfach ausschalten für... sollten wir das ausschalten generell momentan, weil wir ja eben keine DLSS 3.0 Spiele momentan streamen? Echt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie flüssig läuft das gerade. Es hat halt diese leichten, man sieht es. Das Problem ist mit dem Reinzoomen. Gibt es eine Stelle, wo wir nicht reinzoomen würden, müssen wir, glaube ich, relativ weit rausgezoomt sein für. Ja, aber man merkt schon diese leichten... die leichten Ruckler wegen Hardware Accelerated GPU Scheduling. Ich glaube tatsächlich, dass wir das ausschalten sollen. Können wir einfach speichern in dem Spiel? Nee, können wir leider gerade nicht einfach. Weil ich weiß nämlich nicht, wie das Spiel speichert. Da wir aber die Tage keinen DLSS 3.0 Spiel spielen, wäre es wahrscheinlich schlau, das auszuschalten. Und dann erst wieder anzuschalten, wenn wir wirklich was damit spielen. Ich weiß aber nicht, wie man speichert. Das nur am Ende von Tagen möglich ist. Dann können wir zur Station zurückgehen. Sobald wir gespeichert haben, werden wir kurz leider neu starten müssen. Gibt es das nicht auf Deutsch oder möchtest du es auf Englisch haben? Spaß gemacht haben. ich möchte es auf jeden Fall auf Englisch haben, ja. Die deutschen Übersetzungen sind immer, also immer meistens ein bisschen den englischen unterlegen. Und generell ist die deutsche Sprache nicht gerade die eloquenteste Sprache, wenn es um Untertitel geht. Weil die doch relativ umständlich ist von Formulierungen her. Ja, das können wir zum Beispiel mit den Polizisten hier reden. Ja. Ist das hier Autoplay auch an? Ja, also es gibt quasi manchmal Autoplay, manchmal nicht Autoplay. Da muss man sich dran gewöhnen. Das ist ein Supermarkt. Da können wir da jetzt einfach reingehen, wenn wir wollen. Ne, er sagt einfach nur, dass es kühl ist in einem Supermarkt. Und hier. Okay, also das ist nicht der richtige Ort. Und hier gibt es jemanden, der redet. Über Inu. Es gab einen anderen Unfall. Also es gab schon mal irgendeine Art von Unfall, von dem wir jetzt noch nicht ganz wissen, was hier ist. Was wir uns hier anschauen. Er glaubt nicht, dass es da weitergeht. Hier ist ein Ausrufezeichen. Es kann sein, dass wir da übrigens leben. Ja, das scheint unser Haus zu sein. Dann müssen wir hingehen. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne die komplette Stadt, soweit ich kann, erkunden. Das ist eine Bar. Das ist ein Supermarkt, da waren wir schon. Da links ist ein Café, wenn ich das richtig... genau, da ist ein altes Café. Und ansonsten gibt es halt hier irgendwelche Automaten. Oh, da kommen wir hinten rein. Stimmt, hier war, glaube ich, das Bad, die Dryer und das Badehaus. Genau, das Badehaus. Okay, wie wäre es denn, wenn wir speichern dürfen, spielen und dann kann ich endlich die Einstellung machen, wenn ich die im Hinterkopf habe. Unlucky. Genau, weil dann haben wir diese kleinen Mikroruckler halt nicht mehr. Oh, das 100-Stunden-Spiel. Ja, ja, soll sehr lang sein, habe ich schon gehört. Ja, wirklich. Könnte unser Haus sein. Vielleicht ist auch ein Speicherpunkt drin.
留守みたいだな。そうだ、さくらさんってこの時間は店にいるんだった。でもルブランは裏路地だし、他の配送が先かな。この近くの荷物は？Ja, ja, das ist kein Problem. Wir wissen ja schon, wo es ist. Wir waren ja gerade beim Café. Was, wer klaut das Geld? Bus が お客を乗せたまんま逆走ですからね。公共の交通機関なのに。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってるのかしら。この前もあったじゃない。Das habe ich gerade noch nicht gesehen, den Chat gelesen habe. How frightening. Okay. Und hi, Octavia Mari. Alles klar bei dir? Und auch Phil, habe ich dich auch gefragt, wie es dir geht eigentlich? Noch gar keine Erfahrung mit rein. Nee, also ich habe, Janine ist ein riesiger Persona-Fan, hat mir damals Persona 3 gezeigt. Ich habe ihr, glaube ich, beim Spielen zugeschaut. Mit Shinigami Tensei selber habe ich nicht viel Erfahrung. Das heißt, da bin ich, glaube ich, relativ noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe Persona 4 Golden gespielt auf der PS Vita damals. Und Persona 5 habe ich, glaube ich, so vielleicht 40, 50 Stunden gespielt auf der PS4, aber nicht in der Golden-Version. Und hab dann wegen dem Studium aufhören müssen. Dann hab ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt wieder neu anfängst, weißt du eh nicht mal alles. Dann fangst du auch gleich von vorne an. Dann hab ich mir gedacht, okay, dann wartest du gleich auf Persona 5 Royal. Dann hab ich mir gedacht, okay, ist das ein guter Rechner? Dann wartest du einfach auf Persona 5 Royal für PC. Und das ist ja jetzt für ein paar Tage gewesen. Genau, dementsprechend eigentlich kein Laie, was das Genre, was die Serie angeht. Aber auch hier ist nicht der Experte. Also Persona 1 und 2 sind für mich noch nicht, ich weiß nicht genau, was es ist. Also was da vor sich geht, ich nehme an, die Prämisse ist ähnlich. Aber ich glaube, erster Persona 3 hat es ja, glaube ich, auch so richtig an Fahrt aufgenommen, aber ich habe keine Ahnung, was 1 und 2 angeht. Genau, und wenn du Michel, was, wenn du Michel schon Deutsch sprichst, mach den Text für die englischen Noobs Deutsch. Anaki, nein, nee, auf keinen Fall, ich mach's auf keinen Fall auf Deutsch, tut mir leid. Ihr kennt meinen Channel, alles ist auf Englisch, außer ich. Und morgen, wenn wir Eis spielen, ist es ja komplett auf Englisch. Leider sind Englischkenntnisse unabdingbar, wenn ihr hier in meinem Channel zuschaut. PP Hands. Es sei denn, ihr seid damit okay, dass ihr nur die Hälfte versteht beim Lesen. das ist leider so. Ich gebe mir keine deutschen Texte, das ist purer AIDS. Genau, also seit über, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, nee, nicht 15, seit über 25 Jahren spiele auf Englisch. Ich ertrage Deutsch nicht mehr. Aber kannst du die Stimme nochmal abspielen? Ist ein lustiges Feature. Genau, ich kann euch gerne immer sagen, was passiert. Sie reden miteinander über einen Autounfall. Außerdem könnt ihr vielleicht auch Japanisch, dann müsst ihr einfach nur zuhören. って言ってたな。ごちそうさん、お題置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。Genau, abgesehen davon verstehe ich auch noch relativ viel Japanisch, deswegen ist für mich eigentlich auch Zuhören ganz okay. コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。Entweder wir nehmen an, dass er es ist, oder wir fragen, ob er da ist. Komm, wir fragen, ob er da ist, das ist höflicher. Sakura Sōjirō da. 1年間、お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったら、お前がね。聞いてるか。うちの客とお前の親が知り合いで、まあいいか。ついてこい。Ja, er bringt uns zum Speicherpunkt, dann können wir endlich ganz kurz die Option ausmachen. お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。
何か言いたそうだな。Das Sujiro heißt auch nicht so ein One Piece gerade, aber welches Sujiro? Ich glaube Sanjuro haben sie ihn genannt, Sanji. Ja, sehr groß, positiv.一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら、男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。ね、前歴がついたお前はバレて地元の高校を退学処分、裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。 要は厄介払いされて、ここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。お前な、保護観察期間だよ。いや、wirklich?来年の春までだったよな。だから1年の約束なんだろ。問題起こせば少年院送りだぞ。 明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこ、そうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。 Ist da ein Speicherpunkt drin in unseren Koffern? So, okay. Perfekt. Hör bloß auf zu übersetzen, war dazu langsam nicht das Pech. Ja, tatsächlich das Problem halt, dass das Spiel so semi-vertont ist. Wenn es komplett unvertont wäre, würde ich den Text übersetzen. Das Problem ist aber leider, dass das Spiel halt teilweise halt vertont ist und wir nicht über die Vertonung nochmal Deutsch reden. Genau, das ist ein bisschen blöd. Genau, das ist eigentlich so ein Unlucky-Spiel. Immer wenn die Sprachausgabe existiert, das ist ein bisschen schwer mit dem Übersetzen. Aber ich kann zusammenfassen. Also wir wurden hierher geschickt, weil wir eine Frau beschützt haben. Der Typ, habt ihr ja gesehen im Video, ist einfach hingefallen. Wir haben eigentlich nichts gemacht, aber dafür haben wir jetzt, wurden wir in der Schule rausgeschmissen. Unsere Eltern haben keinen Bock mehr auf uns. Und wir wurden jetzt hier quasi zu unserem, ich weiß nicht, ob es Onkel ist oder was auch immer, geschickt, um jetzt ein Jahr unsere Probezeit an einer anderen Schule in diesem Café hier zu verbringen. Genau, und wir dürfen jetzt bei dem leben. kann das ein Spiel vor, wie du besagte Frau verteilt hast? Genau, es gab, gab eine Szene, wo man das gesehen hat. Ich habe jetzt eine Frage gerade mit der Zusammenfassung beantwortet. Ich würde es gerne, super gerne speichern. Ich weiß nicht, ab wann wir speichern freischalten. Wahrscheinlich erst, wenn wir hier irgendwas haben. Also machen wir einfach mal, bis wir speichern können. Ja, das ist ein Kleidungsstück. Okay, ich sollte nicht übersetzen, aber das Kleidungsstück drin. Jetzt fange ich an zu übersetzen. Lieber nicht. Okay, jetzt sind wir in einem Casual-Outfit mit einem ganz weiten V-Ausschnitt. Den einzigen weiten V-Ausschnitt, den ich besitze, ist tatsächlich bei meinem Schlafanzug-Oberteil. Können wir auch aufräumen, anstatt uns die Sachen anzuschauen? Meistens machen wir diese Benzinkanister Sorgen. Ja, warum nicht? Komm. Der Typ ist total unrelatable. Kommt an, macht die komplette Wohnung sauber. Okay, never mind, er macht überhaupt nichts. Er sieht immer noch aus wie Scheiße. Okay, es ist spät, ein bisschen aufgeräumt. Es ist ja, wieder 1% sauberer. Andaya. Bada bada shiteru to omotta ra hontou ni souji shite ta no ka. Chotto mashi natta na. Sieht immer noch aus wie eine Abstellkammer. Atarimae no koto nan da kedo na. Douse yaru koto ne daro. Sassa to nechimae yo. 俺も店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても。
Oh mein Gott, hat er verstanden, dass das Immunsystem geschwächt ist, wenn man zu wenig schläft? Ah, okay, wenn man ins Bett geht, ist eine spezielle Aktion. Wenn die Zeit nach vorne geht, Zeit ist limitiert. Man soll sich über Gedanken machen, wie man seinen Tag plant, bevor man agiert. Wenn man einfach die ganze Zeit durchschlafen, ich weiß, was passiert, wenn wir die ganze Zeit durchschlafen. Das wird ein ziemliches Problem werden. Okay. Okay, nice. Sehr schön. Okay, wir sollten einfach schlafen gehen. Wie wäre es, wenn wir einfach speichern gehen? Ich hoffe, jemanden, der gerne einfach speichern würde. Genau, aber vielleicht ist das ja die Speicheraktion. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben ja nichts zu tun. Ja, wir sollten einen Typ aufsuchen und umbringen. Oh mein Gott, wir spielen jetzt gerade seine Vergangenheit. Können wir seine Vergangenheit speichern? Auch das können wir nicht speichern. Ja, mit dir. Ja? Oh shit. Thomas, das ist es eigentlich nicht auf Auto, oder ist es auf Auto und... Das ist ein bisschen komisch, das Spiel hat einen Automodus, der nicht überall funktioniert. Den heroischen, heroische Auswahl. Er scheint ein Politiker zu sein. Oder ein Yakuza. Ich muss pipi. Ja, das ist wieder die neue. Ja, vor allem das Icon verhält sich ein bisschen komisch im Verhältnis zu den anderen, oder? Jetzt küssen wir ihn. Dann wird die Kamera so ranzoomt. Okay, können wir jetzt speichern, dass ich endlich die Einstellung ausschalten kann? Aha, der BDSM-Club. Davon träume ich auch meistens. Mit einem BD? Ah, oh, jetzt wird's aber hardcore. Gibt's ein bisschen Waterplay oder sowas noch dazu? Ich will jetzt nicht sagen, was man mit seiner Nase machen kann, aber bis ich ihn gesehen habe, war es eigentlich ganz schön ins BDSM-Roleplay, aber leider ist er auch da. ようこそ、お初にお目にかかる。
ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前のお客様は他でもない。お前の命にも関わる大切な話をするためだ。Alter, Pinocchio ist bestimmt mega gut in FFMs. Weiß gerade nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, aber wie viel schläfst du so im Schnitt? Irgendwas zwischen 7 Stunden 20 und 9 Stunden. Und bevorzugt eigentlich eher so 7 Stunden 20, weil dann bin ich meistens relativ fit und wach und nicht über 8 Stunden. Aber ja, so maximal, so denke ich, 9 Stunden. Ja, also im Schnitt denke ich so irgendwas zwischen 27 und 8 Stunden. Aber ich könnte auch theoretisch 10 oder 12 schlafen, wenn ich einfach dann liegen bleiben würde. Also ich kann lange schlafen, aber es sorgt nicht dafür, dass ich mich danach fitter fühle. Wie ein Erlebnisrestaurant in Tokio, essen gehen mit Atmosphäre. Ja, finde ich auch. Genau, in Wirklichkeit ist es in Erinnerung von seinem letzten Sonntag. よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生。それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。お前の後世の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監修とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただし、あなたが従順なら。この者らの役割については。ウィーユー、ウィーユー、ウィーユー、ステペドアラーム、ウィーユー、ウィーユー、なんじゃ。あの、シャツはしょんべつ。できたようだ。時期刻限。ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ、時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。Oder ich nehme an, sie sind 18, weil sonst würden sie nicht arbeiten, sonst ist ja Kinderarbeit. Ja, da ein seltsamer Traum, ja, ja. ちゃんと起きてるみたいだな。んじゃ、転校の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。ここから電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。行くぞ。俺の車に男を乗せる座席は。Ey, gute Einstellung, das ist so Joe. Gute Einstellung. Ja, das ist mein richtiger Bro. Also eigentlich nicht. Er ist ein Simp, aber. Können wir speichern?おとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ。俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直、君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあ、いろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが。ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ、学生証。Consider yourself dated.校則、よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、
全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。Keine Sorge, ich rufe gleich bei der Hotline an und. Sakura-san,注意してみていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かは、きつく言って聞かせますよ。明日投稿したら。職員室に来なさい。教室まで案内するから。完全に厄介者だな、お前。前があるってな、ああいうことだ。住む場所が変わったって、やったことはなくならないってことだ。というか、今度退学になったら、うちからも追い出すぞ。しかし、学校ってな、今も昔も変わり映えしない。いや、leider、ansonsten hätten wir nämlich vielleicht ein aktuelles Bildungssystem。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が敵に。わお、sexistisch、わお。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。我可说 Bildungsauftrag fail。私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの？Sie ist so positiv. Ich mag sie. 全然すまねえ。7 Stunden 20 Minuten, die 20 Minuten sind aber eine interessante spezifische Zeitangabe. In welchem Kontext war das? Also von mir, ach so, das war so die Zeitangabe von wie lange ich schlafe. Nee, das ist einfach so ein statistischer Wert, den ich als Baseline genommen habe und der für mich auch ganz gut funktioniert hat. Also jeder hat ja so seinen eigenen Schlafbedarf und so ab 7 Stunden 20 fühlt sich bei mir ziemlich gut an. Wenn es unter 7 Stunden 20 ist, fühlt sich meistens zu kurz an. Und wenn es deutlich drüber ist, also so über 8, dann nicht so gut. Also irgendwas zwischen 7 Stunden 20 und 8 Stunden ist bei mir ganz nice. Ich meine, das ist ein Gebäude mit Menschen drin. Also wird bestimmt lustig. Puff ist auch ein Gebäude mit Menschen drin. Meistens hat man da auch Spaß drin, also.金だってもらっちまってたし。ああ。金を渡します。地下鉄工務で起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。今年のそれのせいか。多いな、最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった子15歳経ったっけか。 Machen wir nicht immer so viel Marmelade auf den Straßen in den USA? Okay, wir sind in Japan, aber. Mamonaku,
船車両異常を確認中です。入港確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め、最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。 SNN ではつながりがあるとでも言いたそうだな。Sie überlappen sich eigentlich die Buchstaben in den Untertiteln. どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見も聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。Hat er was gegen Conveyor Belt Essen? Dieses Porgers, man, gibt's bei uns viel zu selten in Deutschland.やれやれ、あんなに渋滞するとはな。ひどい目にあったぜ。Ich will nur mal ganz kurz erwähnen, übrigens, dass es im echten Leben gut, dass sie noch mal erwähnt haben, dass die Schienen kaputt waren. Weil normalerweise sind die Bahnen so dimensioniert, dass sie eigentlich nicht so viel zu schnell fahren können in den meisten Situationen. Ich meine, glaube, es wäre schon möglich, es gegen die Wand zu fahren, aber es ist ein bisschen schwerer, als man denkt. Einfach 7,5 Stunden aufgerundet, wenn man sie davon erzählen.Aber das wäre nicht akkurat, also wenn ich meinen Wecker auf 7 Stunden 20 im Schnitt stelle, also als Minimum, dann würde ich ja lügen, wenn ich sage, es wären 7 Stunden 30. Ja, ich habe es jetzt nicht auf 7 Stunden 21,5, wie ich es in Wirklichkeit habe, gemacht, aber... Scherz. Genau, können wir das speichern? Also ich wirklich, ernsthaft. Nein.Oh nein, jetzt kommt der Pedo-Teil, wo uns in den Arsch fickt, als Mietzahlung. Nee, genau, ich stelle auch den Wecker danach. Und wenn ich müde bin, also ich mache das so, also ich stelle ihn eigentlich auf 27, wenn ich dann noch müde bin, wenn er klingelt, dann kann es sein, dass ich unter Umständen, aber nicht so oft eigentlich, ihn nochmal auf eine halbe Stunde nachklingen stelle, genau. In der Regel aber ist mein Wecker so gestellt, dass ich aufstehen muss, um ihn auszumachen. Das heißt, die Wahl habe ich an der Stelle hier nicht. Also wenn es wirklich, wirklich müde bin, ich habe warum auch immer die Möglichkeit länger zu schlafen, dann stehe ich auf und mache eine halbe Stunde später, aber nichts ist nerviger als alle 10 Minuten Wecker klingeln zu lassen oder so, deswegen gibt es einmal und dann fertig.Ja, also es gibt ja wirklich die Standardeinstellung bei vielen Weckern, ist so alle 10 Minuten oder so klingelt es dann nochmal oder alle 5 Minuten oder so. Total ätzend, dieses Nachklingeln, diese Snooze-Funktion, also entweder eine halbe Stunde oder gar nicht. Wir sind alle Pipi, sollten sie mal aufs Klo gehen, oder? Jo.どうした？今から出るよ。大丈夫だって。すぐ行くからさ。じゃあ、後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。
何がなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。Alles klar, Bro. Die Speicherfunktion zufälligerweise in meinem Handy gelassen. Oh mein Gott. Warte. Wir haben nach 1 Stunde 50 das Speichern freigeschaltet, was auch daran lag, dass das Spiel leider ein bisschen eine Bitch war, was die Einstellung anging. Okay, wir müssen den Button-Command. Also sobald man Speichern unten sieht, kann man speichern. Nee. Erstmal solltest du speichern, mein Junge. Wir machen 3 Saves oder so, die wir durchrotieren. Vielleicht sogar 5 oder 6 oder 7, je nachdem. Post ist da. Super. Gibt's eine Anime zum Spiel? Es gibt eine Anime zum Spiel, schaut ihn aber nicht. Schaut ihn nicht, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Das ist die gleiche Story. Also, da, der Anime erzählt die gleiche Story. Ihr solltet also, wenn ihr Spiel spielen wollt und nicht gespoilert sein wollt, nicht den Anime schauen und spielt auch nicht das andere Spiel. Da gibt es dieses, glaube ich, Persona 5 Strikers, das spielt nach der Story von Persona 5. Genau, also da an der Stelle auch das nicht spielen, bevor ihr Persona 5 nicht gespielt habt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Genau, also wenn es euch interessiert, nicht gespoilert zu sein, ist die Reihenfolge Persona 5. Dann könnt ihr den Anime schauen oder Strikers spielen, wie ihr wollt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Anime irgendwas mit Strikers zu tun hat. Genau, beim safesten ist man wahrscheinlich Persona 5, Strikers, Anime, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man alles spielen möchte. Was wir jetzt einmal machen, ist ganz kurz den Rechner neu starten, damit wir Hardware-Accelerated GPU-Scheduling ausmachen können, weil wir eh keinen DLSS 3.0 spielen, in nächster Zeit spielen werden und OBS hasst leider die Option abgrundtief. Genau, das heißt, wir sehen uns in einer Minute wieder, der Stream wird also für eine Minute weg sein, dann kommt er wieder. Genau, also, und wenn, müsst ihr, glaube ich, F5 oder so drücken oder neu refreshen, ansonsten seht ihr vielleicht nicht, dass er wieder da ist. Genau, also dann, bis in einer Minute.